Ja, hallo zusammen zur Dienstagfolge von Titan Quest Anniversary Edition, inklusive aller DLCs. Was? Schreib ihn Jan. Oh, es tut mir leid, Reisender. Nee, tut's nicht. Ich habe dich für einen dieser dreckigen Räuber gehalten. Ja, bin ich auch. Ich heiße Gib mir her deine Sachen. Ich habe dieses Weingut gebaut, um auf diesen sonnigen Hängen unseren eigenen keltischen Wein anzubauen. Aha. Manch einer lacht mich dafür aus. Und diese ligurischen Trauben sind für unser Klima in der Tat nicht ideal geeignet. Aber ich bin überzeugt, dass es machbar ist. Wenn mich nur diese Banditen in Frieden lassen würden. Ihnen hat mein Wein jedenfalls geschmeckt. Es war ein warmer Sommer, daher konnte ich gestern eine erste Probe herstellen. Aber sie haben mir alles gestohlen, kaum dass ich den Wein in das Fass gefüllt hatte. Nun sitzen sie vermutlich irgendwo in den Büschen und betrinken sich mit meinem Wein. Vermutlich. Dem Wein, den ich dem Prinzen schenken wollte. Es ist einfach so ungerecht. Ja, irgendwie wahrscheinlich, wie soll ich sagen, Diebe klatschen. Ist wahrscheinlich der Plan. Gehe ich mal fest von aus. Ja, und damit heiße ich euch willkommen zur neuen Folge Titan Quest. Freitagabend heute. Ich versuche heute noch die 5 Folgen für nächste Woche vollzukriegen. Einfach weil ich eine volle Socke in meinem Urlaub war. Und dann habt ihr nächste Woche wieder Folgen zu schauen. Ich hoffe, ihr guckt so fleißig, wie ihr es jetzt auch gemacht habt in meiner Abwesenheit. Da muss man einfach mal so sagen, da wart ihr sehr fleißig angucken. Ich war halbwegs überrascht. Na komm, Freunde. Ja, was gibt's sonst Neues? Ja, der Grafikkartenmarkt ist mal wieder witzig. Meine 3090 ist jetzt ja altes Eisen. Seit vorgestern. Also gut, zumindest wurde da dann announced. Die neue 40er-Reihe. Ich selber sehe es so, ich bin gerade noch halbwegs entspannt. Was zwei Gründe hat. Das eine ist, meine 3090 macht alles, was sie soll. Das ist das eine. Und das andere, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, ist der Preis von den neuen 4090 Karten. Oder 4080, 4090. Weil die 4080 ja auch so ein komisches Ding ist. Die 4080 wird es ja als... warum? So. Die 4080 wird es ja einmal mit 12 GB geben und einmal mit 16. Jetzt kommt das große Aber. Der Speicher ist nicht das Einzige, was den Unterschied machen wird. Was ebenfalls eine Rolle spielen wird, ist, dass die 4080 mit 16 GB mehr Takt, mehr Shader und so weiter und so fort hat. Also könnte man bei der 4080 mit 12 GB glatt von einer 4070 sprechen. Was ich persönlich schon mal frech finde. Und ich finde die Preise eine Frechheit. Die 4090 mit 24 GB soll, was habe ich gelesen, irgendwie... Ey, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, 70% mehr Leistung bringen als die 3090. Jetzt kommt das große Aber. Natürlich nicht Rohleistung, sondern unter den unter der Voraussetzung, dass zum Beispiel die neue DLSS-Variante genutzt wird. Das tun nur bestimmte Spiele. Also sie haben da als Beispiel Cyberpunk 2077 gespielt. Habe ich in der letzten Folge erzählt, dass ich das gerade selber spiele. Und da gibt es jetzt die dritte Variante von, die Tensor-Kerne auf eine bestimmte Art, also die Tensor-Kerne sind verantwortlich dafür, dass bestimmte Berechnungen nicht auf dem Grafikchip ausgeführt werden, sondern auf einem sekundären Chip. Das kann die Karte wohl sehr gut. Das heißt, sie macht dann wirklich, ich weiß nicht, wie viel mehr Frames es sind. Ich glaube, ich erinnere mich gelesen zu haben, ohne DLSS irgendwie 70 Frames oder 60 Frames bei 4K Raytracing allem an. Und mit DLSS 3 150 Frames. Bin aber nicht zu 100%ig sicher. Das war so ein Artikel, den ich vorhin überflogen habe. Das ist schön, das ist gut. Kommen wir aber mal zu den Preisen. Die 4090 wird ungefähr, also als einfache, nicht als, also nicht als Partnerkarte, sondern als sogenannte Founders Edition, wie man das nennen will, wird sie 2000 Euro kosten. Die Karte, die ich drin habe, die 3090, hat bei Release offizieller Preis 1,5 gekostet. Pi mal Auge. So. 500 Euro mehr für die Mehrleistung, könnte man sagen, okay, ist machbar. Jetzt kommen wir zu dem Aber. Die 3080
mit 12 GB, was eigentlich aus meinem Verständnis her eher eine 4070 ist als eine 4080, wird kosten 900, also ein Tausi, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und die 4080 mit 16 GB liegt roundabout bei 1,6. Das heißt, im Grundsatz sind die Karten deutlich teurer geworden. Ich habe noch einen anderen Artikel gelesen, in dem Nvidia sagt, nee, Leute, ihr hofft mal ja nicht, dass die Preise runtergehen werden. Ob das dann wirklich so sein wird oder ob sich Nvidia da jetzt einfach verschätzt hat, denn irgendwann war ja vorbei mit Mining, also war das Thema Mining ja mehr oder weniger durch. Es waren auch wieder genug Karten am Markt, sodass die Preise gewaltig nach unten gegangen sind für die 30er-Serie, die meines Erachtens noch eine längere Zeit ihren Dienst tun wird. Ich hoffe es zumindest auch ein Stück weit. Ein Stück weit muss man ja sonst einfach auch mit den Reglern umgehen können. Das kommt ja auch erschwerend mit dazu. Also Regler meine ich, die Grafikeinstellung. Muss man immer alles auf Ultra spielen. Aktuell tue ich das zumeist noch, weil die Karte es einfach kann, die ich habe. Aber ich sehe jetzt aktuell nicht den Sinn, meine 3090 an den Mann zu bringen. Oder versuchen zu verkaufen. Ich habe die AIO da drauf und so weiter und so fort. Vielleicht würde ich sogar noch ein bisschen Geld kriegen, obwohl der Markt da auch eher gerade mehr ist. Und die 3090 werden sich die wenigsten kaufen wollen. Mir bringt sie ja was beim Rendern und so weiter und so fort. Es gibt schon für mich gewisse Vorteile, warum ich die 3090 damals gekauft habe. Denn die prozentuale Spieleleistung ist jetzt nicht so viel höher als die von der 3080. Der Mehrspeicher wird sich vielleicht bei Texturen und sowas auswirken, bei den aktuelleren Spielen. Aber im Grundsatz gibt es aktuell nicht wirklich viele Spiele, die 3090 ausnutzen. Ja, natürlich zuckt es dann immer so ein bisschen in den Fingern, muss man jetzt einfach mal so sagen. Man liest die Artikel und denkt so, yay, nice. Auf der anderen Seite nicht wirklich notwendig. Na, das muss man auch mal so sagen. Schlechter. Kann weg. Das wollen wir jetzt mal nicht wegpacken. Durchschlagschaden, das ist also ein Speer. 153 Rüstung, plus 24 Rüstung, plus Blutungsschaden, bla. Ne. Wie gesagt, nice, aber nix, was ich jetzt mir wirklich jetzt auch kaufen würde. Das ist auch ein blaues Ding, was wir nicht brauchen können. 125 Rüstung plus 9 Rüstung. Das ist also der hat ja genauso viel. 78 Gesundheitsregeneration. Rüstung, ne, komm. Von daher bin ich da aktuell erstmal auf jeden Fall raus. Ich bin nicht bereit, wieder 2000 Euro für eine Karte auszugeben, bei der ich nicht mal wirklich sicher weiß, was sie jetzt kann. Und es wird sicherlich Leute geben, die sie sich kaufen werden. Die wird es immer geben. Dann kriegen sie einen guten Deal für ihre jetzige Karte. Was ist das denn hier? Das ist doch auch ein Speer. Braucht Geschicklichkeit, aber trotzdem blau müssen wir jetzt nicht. Auch ein Speer. Auch ein Speer. Wir haben hier echt eine Menge blauer Sachen irgendwie gefunden, die uns alle nichts bringen. Komm, das ist aber grün, ne? Ja. Blauer Helm. Geistmeisterschaft. Moment mal eben. Hier fehlt uns aber eindeutig Stärke, wobei das geht. Lebenswert, das sollten wir mal. Ja, ich glaube, das sollten wir beibehalten. Entschuldigt. So, macht weniger Blitzschaden. Tschüss. Den sollten wir mal hier in unser, bei uns tragen. Haben wir irgendwo eine Kiste? Aber hier haben wir erstmal eine Quest. Sei gegrüßt, Reisender. Ja, sei gegrüßt. Bist du an echten keltischen Stoffen interessiert? Nicht so richtig. Ich fürchte, sie haben keine magischen Eigenschaften. Das ist blöd. Wir haben hier nur wenige Färbemittel. Aber sieh dir die Muster an. Aha. Dieses hier habe ich selbst entworfen. Ah, super. Es ist willst du eine Mondschau machen? Gegenüber dem, was du schon bei dir trägst.
Ach, was würde ich dafür geben, wie du durch die Welt zu reisen. Mach doch. All die Stoffe und Farben aus fremden Landen, von denen wir oft nur hören. Glänzende Seide in der Farbe von Saphiren. Ägyptische Stickereien mit Goldfäden. Und das wunderschöne Purpur, das ja, sie in Griechenland hast du bald fertig. Nebenaufgabe aktualisiert. Hatten wir noch eine oder warum aktualisiert? Egal. Griechenland, ägyptisches Gold und Asia. Ja, gut, okay, da müssen wir uns ein bisschen hin und her porten. Habe ich da jetzt Bock drauf für 30.000 Erfahrung? Weiß ich nicht. Naja, jedenfalls ist schon so, natürlich, ihr wisst, ich bin ein Zocker, ich bin Hardware-Freund, also beziehungsweise mein Hobby ist Hardware. Das ändert aber nichts daran, dass ich nicht glaube, dass ich die Karte in nächster Zeit brauche. Willkommen im Nemeton, Fremder. Hier wollen wir mit unseren Göttern kommunizieren und ihre Zeichen interpretieren. Wollt ihr. Aber du suchst nach praktischeren Anwendungen Vermutlich. Unserer Weisheit, nicht wahr? Vermutlich hilft uns aber alles nichts hier. Weg. Bringe dem Land von Mogon. Ach, halt die Bang. Ja, und von da, dann ist es natürlich so bei mir. Da ist noch eine Quest. Da bist du ja. Ich hatte gedacht, dass du vor mir hier bist. Mhm. Ist dein griechischer Kapitän etwa schön vorsichtig am Ufer entlang gesegelt? Höre ich ja Ironie, Sarkasmus. Mit deiner Hilfe könnte es noch Hoffnung geben. Aha. Es gibt einen Grund, warum ich mich in Blauberg mit dir treffen wollte. Ist das so? Nicht bloß, weil es auf dem Weg liegt. Der Kult von Nertus bereitet den Menschen in dieser Gegend viel Ärger, könnte jedoch auch den Schlüssel zu unserer Rettung besitzen. Ich habe daher eine Vereinbarung mit dem Prinzen getroffen, damit wir uns gegenseitig helfen können. Ach ja? Okay. Gab immerhin 45.000 Erfahrungen. Du stehst vor Teutorigos. Hallo Teutorigos. Hallo Sohn Prinz von Belgrigos. Von Glauberg und allen umliegenden Landen. Und erster Druide des Nemeton. Von mir ist auch das. Unsere gemeinsame Freundin hat mir von deinen Taten berichtet. Ist das so? Einige der Geschichten scheinen geradezu unglaublich. Doch ich nehme es an, dass du ein äußerst fähiger Krieger bist. Kriegerin, bitte. Ich wäre bereit, eurer Mission zu helfen, so wie es in meiner Macht steht, wenn du im Gegenzug auch uns hilfst. Und wir scheinen durchaus gemeinsame Ziele zu haben. Es ist allgemein bekannt, dass Glauberg die letzte Bastion der keltischen Zivilisation vor der germanischen Wildnis ist. Für gewöhnlich wagen die Stämme aus dieser Wildnis sich nicht in die Nähe meiner Mauern. Ja. Doch in letzter Zeit das heißt hat hier im für Nordosten gewöhnlich. Ein seltsamer Kult an Macht gewonnen. Sie verehren Nertus, eine Na Naturgöttin, und ihre Schamanen besitzen große Kräfte. Die Magie ihrer Göttin soll sie verwandelt haben, sodass sie mehr Tier als Mensch sind. Ein Traum. Vor allem aber entführen sie meine Leute, um sie bei ihren barbarischen Riten zu opfern. So, wärest du bereit, dich einem solchen Feind entgegenzustellen? Nee, bin ich nicht, aber was bleibt mir? Nehmen wir mal an. Oh. Du bist wirklich mutig, Krieger. Ja, so bin ich wohl. Kriegerin. Wir wissen nur wenig, aber offenbar hat der Kult 4 Anführer, von denen jeder für einen Aspekt von Nertus selbst steht. 4, 5, 6, 7, 8, Reise so Latte. Gen Norden, hinter den Teutoburger Wald und dann nach Osten, bis du ein Land voller Seen findest. Dort liegt ihr Heiligtum. Töte sie alle. Ich gebe dir dies aus meiner persönlichen Schatzkammer, um dir bei der Bewältigung dieser Aufgabe zu helfen. Betrachte es als Zeichen des Vertrauens und als ersten Teil deiner Belohnung. Toll, Wende. Ach, leck mich doch am Arsch. Wir holen uns mal eben hier das Portal. Ich habe jetzt keinen Bock, mich hin und her zu porten für diese Quest, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, also werde ich da jetzt erstmal entspannt abwarten, was sich da entwickelt. Ich sehe auch gerade nicht, dass ich den neuen Risen 7 Prozessor, die 7000er Serie, dass ich da unbedingt einen brauche, weil da muss ich Mainboard und Speicher wieder wechseln. Es wird alles aktuell, würde es sehr teuer werden. Das muss man einfach so sehen und ob ich das unbedingt mache, da ist ja noch eine Quest, die nehmen wir auch noch an. Ja, ich bin Böttcher.
Tonnen, Eimer, Butterfässer. Ich kann alles herstellen. Es ist nicht einfach, gewiss. Aber ein solch gutes Bier wie das unsere verdient ein ordentliches Fass. Ach, ich wünschte nur, mein Sohn würde das auch so sehen. Er hat keinerlei Respekt vor dem Handwerk. Der Narr will stattdessen die Magie lernen. Doch alle unsere Druiden haben bereits einen Adepten. Und nachdem meine Frau uns genommen wurde, wer soll da das Familiengeschäft fortführen? Hast du ihn vielleicht gesehen? Er heißt Judok. Ein kräftiger junger Bursche, aber er macht nichts als Ärger. Er ist schon seit 2 Tagen nicht zu Hause gewesen. Und nachdem dieser Kult immer wieder Leute entführt, mache ich mir Sorgen. Ja, gut. Wieder eine Quest. Und damit möchte ich auch die Folge für heute beenden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr in nächster Zeit so an oder ob und wenn ja, was ihr an Hardware-Upgrades vorhabt. Würde mich mal interessieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Ich hasse Dienstage, erwähnt ihr ja schon, Arschloch-Dienstag und so. Aber ich hoffe, dass euer schön wird. Lasst es euch gut gehen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.